Er bricht Regel 1. Und das dritte ist, muss er sich selbst erhalten? Ja, außer wenn 1 und 2 gebrochen wird. Irgendwie so waren. Beim dritten Gesetz bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber beim zweiten bin ich mir noch sicher. Und die hat er sich überlegt. Und so, wenn die Robotik natürlich funktioniert, ist natürlich wunderbar. Was natürlich auch wieder Gefahren birgt. Das hat man in der Doku wunderschön gesehen hier. Es war echt unterhaltsam. Ich gucke echt gern solche Dokus auf N24 und so. Das informiert einfach über Sachen, wo man sich denkt, so, oh, wusste ich noch gar nicht, ist ja cool oder. So kann man sich halt relativ easy weiterbilden und kann sich eigentlich auch berieseln lassen. Das ist ja auch, das ist dann der Vorteil. Natürlich auf YouTube und sowas gibt es natürlich auch Sachen, wo man sich das nochmal angucken kann und. Da gibt es auch viele Spezialisten, die sich dann denken, so, ja, ich will es unter der Menschheit verbreiten. Aber so eine Doku auf einem Punkt, jetzt nicht irgendwie zielgerichtet nach irgendwas gesucht, ist natürlich dann auch schon mal wunderbar. Das ist auf jeden Fall. Und also es hat echt Spaß gemacht, das mal zu gucken und zu wissen. Und ja, wie soll man sagen, das sind Visionäre irgendwo auf einem gewissen Punkt. Zum Beispiel genauso beamen ist ja auch so eine Sache, wo sich ein Autor mal gedacht hat, ach, das wäre eine coole Technik, wenn man die irgendwie hinbringen würde. Also wenn die irgendwann in ferner, ferner Zukunft mal funktionieren würde, würde mich das glücklich machen, so ungefähr. Und ja, dann setzt sich natürlich irgendwann ein Wissenschaftler hin, weil er das eigentlich cool findet, die Idee, und ja, versucht das umzusetzen. Leider sind wir da noch nicht so weit. Genauso wie Zeitreisen ist ja das nächste, ist ja alles, gehört ja alle zur Science Fiction irgendwo dazu. Science Fiction ist halt wirklich, ja, so ein Genre, das eigentlich die Zukunft beschreiben soll, und es geht halt wirklich super. Ich finde es halt dann wieder lustig, wenn man dann die Zeiten oder die Jahreszahlen einholt, die halt dann da beschrieben sind. Ist es eigentlich immer relativ lustig. Also, wie zum Beispiel, wie sich Leute in den 40er Jahren Autofahren zum Beispiel vorgestellt haben, dass man schweben würden oder. Und das einfach nicht eintrifft. Was ich am coolsten fand, so, wie war es? Zurück in die Zukunft 2. Wo sie dann wirklich in die Zukunft reisen und dann, ja, da helfen. Also da was machen. War halt insofern lustig, weil sie die Wiederholung letztes Mal gebracht haben, wie 2 Tage nach dem Datum, wo sie hingereist sind. Und dann denkst du so, what the fuck? Okay, sie waren jetzt nicht so allzu futuristisch, aber hingehauen hat trotzdem irgendwie nix. Es ist dann schon irgendwie lustig. Naja, aber ja, es trifft halt, irgendwann trifft es vielleicht mal ein, aber jetzt nicht unbedingt instant. Ich frage mich halt so, was soll das der Menschheit bringen, wenn jetzt ein Fahrzeug schwebt, statt mit 4 Rädern zu fahren? Ich meine halt nur so, weil es exorbitant viel Energie kostet, so ein tonnenschweres Gefährt oder mindestens ein paar hundert Kilo Gefährt in der Luft zu halten. Wieso muss ich das machen, wenn ich eigentlich, ja, mit 4 Reifen auf dem Boden stehen kann und da keine Energie brauche? Man muss sich ja auch überlegen, wenn man an der Ampel steht, da brauchst du genauso viel Energie, wie wenn du vorangleitest. Das ist halt das Problem. Und wer braucht das dann schon? Das ist natürlich die Hauptfrage. So, ich hoffe, ich werfe das Zeug weit genug. Nee. Da muss ich nochmal ein Stück nach vorne. So, das ist weg. Aber das ist halt die Überlegung. Wieso soll es dann irgendjemand machen, das dann so viel Energie braucht? Das verstehe ich nicht. Das wird mir auch nicht einleuchten. Vor allem, so wie es immer gezeigt wurde, schweben die, keine Ahnung, so viel über dem Boden. Da ist der Kontakt mit Reifen natürlich viel klüger. Allein energietechnisch, vor allem weil Energie mittlerweile
so eine teure Ressource geworden ist heutzutage, dass das eigentlich Humbug ist, wenn man das macht. Aber naja, es wünschen sich halt viele. Das ist so ein Ausdruck, ja, der Futuristischkeit oder des Futuristischen, wenn man hier wenn so ein Auto schwebt und nicht unbedingt auf vier Reifen hier rumfährt. Mir geht's halt nur nicht in den Kopf und deswegen wird auch da, glaube ich, eher die Entwicklung nicht so hingehen. Weil für was denn? So, wartet mal. Den Schrott werfe ich alles weg. So viel brauche ich ja eh nicht. So, und dann... Achso, ich brauche noch ein paar Schaufeln. Ja, das sind also Sachen, wo ich mir wirklich denke, ah, das muss echt nicht. Wieso? Es ist so sinnlos, dass es einfach nichts bringt, das zu machen. So, ich mache mir nochmal 5. Ja, und das ist so mit manch anderen Sachen auch. Wenn man dann aber wieder hergeht und sich das so überlegt wie das fünfte Element, ist mit der Schwebetechnik von den Autos, dass man dann in mehreren Ebenen fahren kann, das wie natürlich in Ballungszentren sehr wichtig wäre, würde den Stau ein bisschen vorbeugen, oder nicht nur vorbeugen, sondern auch verbessern. Das kann ich mir dann schon wiederum besser vorstellen. Aber dann ist so ein Führerschein eher ein Flugführerschein. Da müsste man halt dann wieder einen neuen irgendwie entwickeln, dass man dann sagen kann, ja, das ist dann so und so. Weil es ist ja nicht auf einen Schlag alles fliegende Autos. Weil, ja, erstens, es gibt sehr viele Skeptiker, die sagen, ja, ich will gar nicht und. Weil, oder Skeptiker kann man nicht sagen, Leute, die halt einfach nicht jetzt irgendwie sich jetzt auf einen Schlag so ein Fliegeauto zulegen wollen. Es ist dann so ein Werdegang, das dauert dann über ja mehrere Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar. Zumindest Industrienationen ist das richtige Wort. Wird es zwar ein bisschen eher passieren. Was ich eigentlich dann wieder begrüßen würde, wenn komplett die fliegenden Autos nur noch eingesetzt werden, dann brauchst du im Prinzip keine ja, fest asphaltierten Straßen mehr. Würde natürlich der ganzen Umwelt ein bisschen besser tun. Natürlich Schadstoffausstoß und ist natürlich dann auch ein Thema. Aber da sind wir dann, glaube ich, hoffentlich so weit, dass wir da rein strommäßig nur unterwegs sind und da ein bisschen ökologischer werden. Aber das ist halt, glaube ich, noch so eine Sache, das wird ein paar hundert Jährchen noch dauern, bis das dann wirklich so weit ist, so wie ich es gerne hätte. Also so wie ich es mir halt vorstelle, wie es sein sollte. Aber jeder hat da, glaube ich, seine eigene Vorstellung und auch seinen eigenen Terminplan, wann das dann umsetzbar ist ungefähr. Aber man muss ja sagen, es ist ja echt brutal, wie schnell die Technik eigentlich heutzutage vorangeht. Das ist schon brutal. Da kann man nichts sagen, das ist einfach nur wow. Und es wird halt nicht langsamer. Das muss man ja auch sagen, weil wenn sowas einmal Fahrt aufnimmt, das wird ja auch immer schneller. Oder es war generell so mit dem Wissen der Menschheit und natürlich auch mit den Sachen, was die Menschheit so entwickelt hat. Es gab immer so Momente, wo es dann wieder so einen Schub gab nach einer neuen Entwicklung. Und dann war natürlich die nächste Entwicklung schneller da. Und dann war die nächste wieder schneller da. Also das Wissen generell in der Menschheit ist größer geworden. Nur das ist auch alles... das ist ein bisschen einfacher geworden, dass natürlich, ja, sowas schneller geht natürlich. Und natürlich der Zugriff auf Wissen wird vereinfacht. Allein heutzutage, so
es war heute, es ist noch nie so einfach gewesen wie heutzutage, an Wissen zu kommen, wenn man sagt, wenn ich irgendwas nicht weiß, gehe ich her, google mal kurz, suche mir ein, zwei Dinger und lese mich da ein. Das ist das Phänomenale heutzutage, dass ich auf Knopfdruck, egal wo ich bin, das muss man ja dazu sagen, dank Smartphones und so, egal wo ich bin, habe ich Zugriff auf das, ja, kann ich sagen, komplette Wissen der Menschheit. Eigentlich ja. Es gibt nichts, was nicht irgendwie niedergeschrieben wurde. Also das ist schon das Brutale. Da denke ich mir dann so, ja, vielleicht wird in ein paar Jahren mehr oder weniger, ja, nicht unbedingt so ein Google-Chip, aber so ein Verlinkungs-Chip in den Kopf eingepflanzt, damit du schneller über Sachen nachdenken kannst. Das vielleicht, wenn ich noch ein bisschen verarbeitet wird, und dann wird vielleicht die Technik noch einen schnelleren Push durchmachen und natürlich das noch brutaler werden. Natürlich ist dann wieder die Gefahr da, wenn man so vernetzt ist, dann wieder so mit menschlichem Körper und so, dass das Hacker das dann wieder für sich nutzen können und. Das ist natürlich klar, das hat jeder Fortschritt der Technik so mitgebracht, dass natürlich immer Leute gibt, die zu ihrem Vorteil und zum Schaden der Menschheit nutzen. Das ist immer so gewesen und wird auch immer so sein, egal welche Technik es war. Wenn man sagt, die Atomkraft war eigentlich ursprünglich dazu gedacht, hey, wir können Strom machen in exorbitanter Menge. Und das über Jahre hinweg. Okay, Atomstrom ist jetzt nicht unbedingt das Beste, ist klar, aber so war der Ursprungsgedanke. Was passiert dann? Ja, irgendjemand denkt sich, ach, da ist so viel Energie drin, da baue ich eine Bombe draus, kabums. Ja. So ist es mit jeder Technik. Jede Technik kann irgendwie dazu verwendet werden, nicht nur Frieden zu bringen, sondern, oder Vorteile zu bringen, sondern auch Nachteile. Es wird eigentlich jede Technik irgendwie dazu genutzt, auch militärisch eingesetzt zu werden. Wie zum Beispiel auch die Robotik. Wird ja auch mittlerweile auch schon geguckt, dass das hilft, hier ja, den Soldaten das Leben zu erleichtern. Es gibt ja schon den ein oder anderen Roboter, der natürlich in Kriegshandlungen mit involviert ist. Wir sind jetzt nicht... Es gibt auch welche, die selber schießen können, das ist auch klar. Oder nicht selber, die sind ja auch dann irgendwo gestützt von Leuten. Da steht dann immer noch einer hinter und sagt, hey, du feuerst jetzt. Weil wenn die den Asimovschen Gesetzen unterliegen würden, dann dürfte der ja rein theoretisch gar nicht schießen. Es ist ja das Nächste. Dann dürfte der gar nicht, weil... Deswegen steht da immer noch einer im Hintergrund und drückt ein Knöpfchen und sagt, go, mach mal. Und dann schießt er. Und mit den Drohnen und so ist halt das einfach mal so. Was ich aber den besseren Dreh finde, ist halt einfach, dass die Roboter hergenommen werden, um Sprengstoff zu entschärfen. Was natürlich sehr wichtig ist. Lieber geht ein Roboter drauf, als man selber. Aber ist ja auch die Frage, wie weit ist das da machbar? Also intelligent, du darfst eigentlich einen Roboter nur so intelligent machen, dass er das macht, was du sagst. Und dass er keinem Menschen schadet und. Aber weiter nicht. Mehr Intelligenz heißt dann einfach nur, irgendwann sagt sich dann so ein Kriegsroboter, ja, wieso soll ich da jetzt reinziehen in den Krieg? Nur weil es mir so ein blöder Mensch sagt. Dann ist natürlich... Ja, dann macht er das nicht mehr. Weil er natürlich auch irgendwann den Selbsterhaltungstrieb größer wird. Auch wenn der irgendwo kleiner gestellt wird. Und. Ist ja klar, es ist immer noch ein Computerprogramm, aber sowas kann auch eine... Ja, so ein kleiner Programmierfehler kann man nicht sagen.
Oder? Es kann ein Programmierfehler sein oder auch eine Sache, die man einfach zu weit geht und dann sagt sich halt der Roboter, nö, mach ich nicht. Kannst mich am Arsch kratzen? Ich werde nicht in dieses Schlachtfeld ziehen, um für dich zu kämpfen. Oder ich werde jetzt nicht in dieses Loch kriechen, das höchstwahrscheinlich einstürzt, um dir dort den Diamanten deines Lebens rauszuholen. Das werde ich nicht machen. Und das ist halt dann das, was passieren kann, wenn man sie so intelligent macht. Das ist klar. Und wenn sie dann so eine Autonomie irgendwann entwickeln, dann kann es natürlich auch sein, dass sie sich sagen so, ja, die Menschheit unterdrückt uns, sie kämpft oder sie will, dass wir uns kaputt machen. Dann gehen wir doch her und zerstören den Menschen. Er ist eine Gefahr für sich selbst, erstens. Also die Gefahr muss ausgeschalten werden, auf jeden Fall, weil er sich ja selber gefährdet. Und er gefährdet uns. Also die machen also zwei Gesetze auf einmal im Prinzip, die da in Kraft treten. Also die Menschheit macht sich selbst kaputt und da muss der Roboter schauen, dass er das nicht macht.